Hallo, hier bin ich. Können Sie mich mal bitte abholen? Our children who are out here on Earth have a puzzle form. Their kingdom might end their will. Holst du mich mal bitte hier ab? Das wäre voll nett. Ich muss hier lang, ne? Oh nein. Ja. Keine Licht. Kann mal einer gerade sagen, wo der Camcorder hingefallen ist? Hä? Bin ich jetzt blind? Hallo Ophelia, wie geht's dir? Ich weiß, dass ich zu schwer bin, hey! Jetzt mal im Ernst, wo ist denn der scheiß Camcorder hin? Cool. Mir einer geklaut. Okay, ich kann sehr weit laufen. Nämlich gar nicht. Bin ich jetzt so blind? Hat schon Schlitz? Hä? Mal im Ernst. Also ich kann mich daran erinnern, dass man irgendwo runter muss, aber wo? Warum sehe ich das jetzt nicht? So blind? Was? Nackt? Was redet ihr von nackten Leuten? Ich bin blind ohne meinen Camcorder. Mental-Teddy, Hallöchen. Hä, hey, was für ein... Was für ein Witz. Hier ist, ich sehe das ja, aber wieso kann ich nicht da durch? Nicht da durch. Ich werde es verarschen. Kann ich das irgendwie anheben? Nee, ne? Bilder. Warum kann ich nicht?
Da runter. Und der kann auf so, aus übelsten Tiefen runterspringen, aber hier nicht, weißt du. Ich glaube, dass er sich einfach da durchquetscht, ey. Aber wie kam ich denn jetzt eben... So. Lol. Okay. Lol, dass er sich daran auch festhalten kann. Aber wie komme ich denn jetzt da runter? Ich will da runter. Ich wollte eigentlich nicht hoch. Leute, ich bin überfragt. Den ja. Eben habe ich ihn irgendwo gesehen. Wo habe ich ihn gesehen? Da. Ich will da ja runter. Aber wie komme ich da runter? Ja, Ari, was denn? So, habe ich jetzt irgendwen überlesen? Nee. Ich bin echt verwirrt. Leute. Lol. Okay. Das ist eine gute Idee, hier rumzulaufen, wenn ich nichts sehe. Aber kurz abbiegen. Ja. Habe ich ja schon verstanden, dass ich eine Etage tiefer muss. Da geht's runter. Ich habe nicht gecheckt, dass ich über das Bett springen muss. Okay. An der Seite kann er nicht runterspringen, nur vorne, okay. Irgendwas? Nein. Maschine. Warum? Ich merke das schon, dass ihr daran Spaß habt. Wir haben gelernt, es ist immer gut, nah an die Menschen dran zu gehen. Nein. Leere Flasche. Ei. Jetzt bitte öfters donnern. Ich würde gerne mehr sehen. Weißt du, oben will der im Dunkeln nicht rumlaufen. Hi! Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh, der Camcorder ist ja kaputt. Ey, ernsthaft? Was sowas nicht. Hm.
ich hier nicht hoch? Warte mal. Ah, ne, andere Seite. Warum ist hier immer noch Musik? Kuscheln mit den Verrückten, klar. An wessen Po? Hä? Ich hauen, ich habe gar nichts getan. Ich bin voll lieb. Woher weißt du das, Ari? So. Jetzt halte ich fest. Kann man bitte die Musik aufhören? Geht mal auf Keks. Eine Nase. Nase voll Pups. Bestimmt. Bestimmt in dem Moment gepupst. Warum habe ich immer noch Musik? Kann mir das mal jemand erzählen? Macht mich kirre. Oben bleiben oder eins runter? Ich glaube, ich muss runter, ne? Alter, das sah gerade so aus, als ob da jemand drin steht im Fenster. Ey, warte mal. Only one way out. Only one way. How do you know you're not a patient? Oh, Gott sei Dank. Alter, diese Risse der Kamera ist schon scheiße. Warum? Solange mich keiner verfolgt, glaube ich, hier chill ich durch die Gegend. Danke. Ich stinke ein bisschen. Den hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Meine Beine schlafen ein. Au. Nun mal wieder normal hinsetzen, ey.
weiß ich, warum die Musik da war. Mein Nachbar. Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Verlässt du auch noch das Zimmer hier? Irgendwann. Ach, ich wollte nochmal rausgehen, gucken, ne? Okay. Ah, jetzt mache ich mir Gedanken. Bist du etwa der dicke Nachbar? Schnaufst du auch immer so viel? Mein Fuß ist eingeschlafen. Wofür das hier ist. Hallo. 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 Geist, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ist er nach links oder nach rechts? Alter, diese Musik. Ja, ich glaube, mein Internet hakelt aber auch ein bisschen. So wie ich das jetzt gerade sehe. Ja, lol. Hier ist ja viel. Hier, der Raum ist semi-geil, ne? Also wie gesagt, das kann aber auch entweder an Twitch liegen oder halt an meinem Internet heute. Wobei Netflix eben super funktioniert hat. Ich will eigentlich ungern an dich dran gehen. Ist nicht so gut aus. Ich glaube, ich muss hier lang. Mach wieder ganz. Aber wie? Also wie gesagt, eben als ich Stream geguckt habe, hat das bei mir auch ein bisschen gehakelt. Aber eigentlich habe ich danach einen Speedtest gemacht, das läuft eigentlich schon. Keine Ahnung. Einfach mal. Kann ich hier unbeschadet runter? Dass der mich jetzt hier holt. Dann doch schnaufe. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt. Dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Okay. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter den Wallrider töten, die von einem Dämon namens Horerzi ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls.
Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendwas davon in den deutschen Legenden finden kann. Oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Aha, aha, aha. Ist ganz schön einsam hier oben. Ja, gut, das ist halt aktuell normal, ne? Das Internet ist halt übelst überlastet. Oh Gott, was ist das für ein Name? Dankeschön für deinen Follow. Ich versuche nicht zu lesen. Ich verzweifle jetzt schon beim... vorzulesen, ich verzweifle schon beim Lesen. Speedtest bringt seit Tagen nicht die volle Leistung. Okay. Ja gut, wie gesagt, ich habe das jetzt eben testweise mal gemacht. Achso, die Tür geht gar nicht auf. Lol. Weil eben nicht funktioniert hat, der Stream zu gucken. Deswegen. Carmelo, danke schön für deinen Follow. Ja, das ist halt so ein bisschen. Aber ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, den Stream halt auf dauerhaft 480p halt runterzuschrauben. Weiß ich halt nicht. Also, wenn ich das voreinstelle. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss gleich mal eine kurze Pause machen. Ich muss mal gucken, ob der Paketbote mal da war. I'm supposed to tell you, the key to the house of God is in the theater, behind the light. Theater behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Yes, coming! I'm coming! Okay. Muss ich da lang? Ja, das liegt auch an der Zeit im Moment. Twitch hat ja sowieso des Öfteren auch Probleme mit dem Chat irgendwie, dass man den Chat nicht sieht und so. Dass man im Chat nichts schreiben kann manchmal. Where the fuck? Soll ich jetzt da lang oder hier? Bin... Warte mal. Hier? Achso, das sind schon wieder seine Schritte. Hier muss doch irgendwas sein. Oder? Ach so. Ich hab's blinken nicht gesehen. Hupsi. Berlin, 6. September 1938. Herr Lohner und Dr. Roach. Den Namen kenne ich aber jetzt glaube ich nicht. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke. An der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit E-Turning entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die
Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Freundliche Grüßen auch an Ihre Familie. Berlin. Unterschrift unleserlich. Hey, könnte meine sein. Erling. Buletten. Er ist Blut, aber er ist nichts. Dann gehen wir da lang. Deutsche das nicht gefühlt bei jedem Spiel? Oder bei sehr vielen? Ari, hast du denn in letzter Zeit, DBD gespielt? Weißt du zufällig, ob Runden, also Lobbys kriegen, einfach ist als Killer aktuell? Als du Killer spielst. Ich glaube, du kannst runter. Ich frag nicht. Der hätte ruhig weiterspielen können, hey. Ah, okay. Dann würde ich nämlich jetzt gleich, wenn ich eh eine kurze Pause mache, um zu gucken, ob es Action Door ist. Danach. Demo? Willst du mich verarschen? Ich wollte schon gerade was sagen. Hallo Heizungsgott, wie geht's dir?